Hallo, meine lieben YouTube- und Gartenfreunde. Heute möchte ich mit euch einmal das Thema Messerschleifen an einem Rasenmäher durchgehen. Ja, alles, was wir dafür benötigen, ist erstmal ein Schraubenschlüssel, in meinem Fall ein 15er. Dann müssen wir hier die Zentralmutter bzw. Schraube dafür lösen. Ich hoffe, euer Rasenmäher ist natürlich nicht in einem so dreckigen Zustand wie meiner. Ehrlich gesagt, ich lege das Ding nicht wirklich. Deswegen nehme ich mir ein bisschen Kriechöl zu Hilfe, sprühe das hier einmal ein, zack, lasse das eine Sekunde einwirken und dann kann ich mit einer Linksdrehung die Zentralschraube bzw. Mutter lösen. Ja. So, und dann können wir das Messer wunderbar abnehmen. So, was wir jetzt machen wollen, sind hier einmal die Klingenseiten nachschärfen. Und wie das geht, zeige ich jetzt euch in einem weiteren Schritt. So, fangen wir nun mit dem Messerschleifen an. Bevor wir aber loslegen, sprechen wir mal über drei mögliche Arten des Schleifens. Möglichkeit Nummer 1, die Klinge zu schleifen, ist mit einer Feile. Leider habe ich diese nicht. Möglichkeit Nummer 2 wäre an einem Schleifbock. Den habe ich leider auch nicht. Also bleibt mir nur die Möglichkeit mit einem Winkelschleifer. Dabei ist natürlich Folgendes zu beachten: Da wir hier mit einer Maschine arbeiten, setzen wir uns natürlich auch dementsprechend einen Augenschutz auf. Jetzt kommt's. Ganz, ganz wichtig: Verwendet bitte niemals, aber auch wirklich niemals eine Trennscheibe. Trennscheiben sind, wie der Name schon sagt, für das vertikale Schneiden von Materialien gedacht, aber nicht zum schrägen Feilen von irgendwelchen Materialien oder in diesem Fall von einem Messer. Wir machen das Ganze mit so einer sogenannten Fächerscheibe. Ja, die besteht aus vielen hintereinander angeordneten Schleifblättern. Ja. Und damit kann man die Klinge wunderbar schleifen. Wichtig noch, die Klinge wird immer nur oben geschliffen, niemals hier unten. Gut, ich würde sagen, wir haben genug der Theorie geredet. Fangen wir einmal an. So, wie ihr gesehen habt, arbeite ich von innen nach außen sozusagen und schärfe in ungefähr in dem gleichen Winkel, so wie es vorher auch war, circa 45 Grad die Klinge einmal nach. Gut, dann tauschen wir jetzt einmal die Klinge um. Zack. Sehr praktisch übrigens, meine kleine Gartenbank hier. So, und es geht auf Seite Nummer 2 weiter. Und schon haben wir auch die zweite Seite der Klinge nachgeschärft. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist einmal die Klinge als solches auf Unwucht kontrollieren.
Das machen wir wie folgt. So, nun wollen wir die Klinge, die wir ja eben gerade geschliffen haben, auf Unwucht kontrollieren. Das geht ganz einfach, indem ihr einfach etwas Rundes hier in die Aussparung reinhaltet, ja, und darauf achtet, Moment, ich zeige das mal einmal so rum, wenn ihr die Klinge loslasst, dann sollte sie einigermaßen waagerecht sein. Wenn in einem Fall die Klinge deutlich nach unten zeigt, dann müsst ihr auf der Seite, wohin die Klinge nach unten zeigt, da noch weiter schleifen und sozusagen noch weiteres Material abtragen. Ja, so kurz und einfach ist die ganze Geschichte. Und ich würde sagen, wir sind fertig und wir bauen das ganze Ding wieder ein. So, nun wollen wir die Klinge wieder einbauen. Dabei ist zu beachten, dass diese Flügel, sage ich jetzt mal, nach innen zum Rasenmäher zeigen. Ne? So, wir setzen das Ganze wieder drauf. Anschließend wird das Ganze wieder zentriert mit der Platte. Und jetzt ziehen wir die Mutter wieder gut handfest an. Und ziehen sie anschließend wieder mit unserem Ring-Maulschlüssel fest. So, ja, nachdem wir das Ganze handfest angezogen haben, sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, dieses kurze kleine Erklärvideo hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über ein Abo und ich würde mich noch viel mehr über ein Like und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao.